Moin, moin, meine Lieben. Wir haben einiges zu bauen. Und wir bauen oder wollen Folgendes bauen: einmal den Teleporter. Und das Ding will ich bauen. Ich will mir das mal angucken. Und mal gucken, wenn wir noch Pflanzen herstellen können, dass wir uns noch zwei Baumverteiler machen. Und noch irgendwas. Mal kurz durchgucken. Ja, wir müssen uns das hier noch machen. Ja, weil wir haben ja Kisten gefunden. Das heißt, da muss wieder was her. Dann gucken wir noch mal. Was haben wir ja noch? Nee, sonst haben wir eigentlich alles am Mann. Ja. Also. Fangen wir erstmal mit unserem Regal an. Da brauchen wir davon ein. Eisen haben wir bei uns. Eine Superlegierung. So. Dann. Nein, da drauf. Ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Super. Herkommen. Chris, ein Ehrenplatz bei mir. Zack. Oh, schon eine stolze Sammlung. So, was haben wir noch? Die drei Schlüssel? Nein. Das und das. Okay. Achso, und eine Energiezelle müssen wir uns noch bauen. Weil wir haben nicht mehr genug Energie. Wo ist er? Na, wo bist du denn? Energiezelle? Da. So. Die bauen wir jetzt als nächste. Das haben wir. Dann brauchen wir Pulsar. Ist da. 1, 2, 3, 4, 5. Na? Ah doch, das langt schon, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Einen Teleporter möchte ich auch noch bauen. Den würde ich gerne da hinsetzen, wo wir am wenigsten oder wo wir nicht so schnell hinkommen. Gucken. Wie ist unsere Energie? 1800. So, was brauchen wir für den Teleporter? Der braucht, oh, fast 300 Energie. Aua. Was braucht das Beet? 300, 600 sind jetzt schon weg für die Teleporter. Das Beet benötigt 100. Nein, 45. Okay. Dann bauen wir uns jetzt den Teleporter als nächstes. Mal kurz anheften. So. Ein Osmium. Eine Stange hiervon. Einmal so, nee, zweimal Pulsar. Eins, zwei. Und andere beiden Sachen. Halt. Ist hier einmal das und einmal das. Super. Da haben wir unseren Teleporter. Den stellen wir uns hier in die Ecke. Okay, dann haben wir jetzt das schon mal alles gebaut. Da ist der Teleporter. Dann benötige ich den nochmal. Nochmal eine Stange. Dann einmal Osmium.
Dann einmal den hier nochmal und den letzten Pulsar nehmen wir uns jetzt raus. Den kriegen wir da hinten noch, also da mache ich mir keinen Kopf drum. Und das kriegen wir auch noch unterwegs. Dann fliegen wir da als Erste hin und bauen uns einen zweiten Teleporter. Den nehmen wir jetzt. Den nennen wir jetzt Heimat. Dann wissen wir, wo wir immer hin können. Dann einmal Wasser trinken. Wichtig. Hey Leute, was ist mit dem Himmel los? Okay. Komisch. Ah, ist egal. Soll mich ja beim Spielen nicht stören. Essen wir mal eben. Ja, dann geht's los. Dann fliegen wir da mal eben hin und bauen den zweiten Teleporter auf und dann sind wir viel schneller am Ort. Und dann werden wir überall in verschiedenen Orten einen Teleporter hinsetzen, weil umso schneller sind wir dann bei A und B. Ich muss jetzt nur noch einen von den Teilen finden. Ah. Jetzt wird es wieder angenehm. Dings finden wir gleich, habe ich gesagt. Zerolit. Hoffe ich. Nicht, dass wir gleich eine halbe Stunde suchen müssen. Das ist nicht schön. Den Himmel kaputt gemacht. Ich hoffe nicht. Unsere junge Erde hier, die ist ja ganz empfindlich gerade. Die kleine Mimose ist das hier. Sieht aber cool aus. So, weiter gucken. So, jetzt kommen wir gleich in das Gebiet, wo wir welche finden könnten. Wasser brauche ich im Moment nicht. Ich halte gerade Ausschau. Hier könnten wir noch, hier kriegen wir Sauerstoff. Gut. Ich glaube, ich habe meine Erde kaputt gemacht. Meine junge Erde habe ich kaputt gemacht. Sonst hast du die Dinger massig irgendwo liegen. Und jetzt, ja, Murphys Gesetz, ne? Das Brot fällt immer auf die Butterseite.
diesen Brocken hier. Das sehe ich ja jetzt erst. So. Die können wir ja schon mal mitnehmen. Ich hau lieber ab. Das ist mir gerade zu heiß hier. Hey, lass mich rein. Ich weiß gar nicht, was da runtergeschossen kommt. Da ist er. Heiliger Bimbam. Noch ein? Nee. Was war da jetzt drin? Hä? Kommt so ein Riesending runtergeschossen? Ja, eigenartig. Aber ich habe immer noch nicht mein... Jetzt finde ich jetzt echt nicht so ein... Mann. Das kann doch nicht angehen. Jetzt muss ich hier quer durch die Gegend sausen. Okay, was lernen wir in Zukunft? Immer alles mitnehmen. Wenn man es dann unterwegs findet, ist es okay. Ja, war mir klar. Das war mir so klar. Wenn man was sucht, findet man das nicht. Es ist unfassbar. Da blinkt schon mal einer. Wunderbar. Du gehörst mir. Da ist einer. Endlich. Jetzt haben wir es. Jetzt können wir unseren Teleporter aufbauen. Ich habe das Gefühl, dass Pulsar unsere Achillesferse wird. Echt ganz stark im Gefühl. Da will ich nicht lang, ich will jetzt hier lang. Da ist noch eine blaue Kiste. Wo bin ich denn jetzt hier? So, sollen wir erstmal raus aus dem Dunkeln? Pulsar. Ja, da muss ich mal gucken. Da ist also Pulsar, das wird wohl unsere Achillessphäre werden. So, dann fahren wir hier rauf.
bringen wir uns den da erstmal dahin. Dann können wir uns nämlich hin und her teleportieren. Nee. Die Kiste kenne ich auch schon. Da ist das Schiff. Das nehmen wir uns später vor. Sind wir schon mal erstmal wieder zu Hause. Da können wir das einladen. Das kann eingeladen werden. Oh, guck mal, genau richtig. So. Jawohl. Erstmal was getrunken. Jetzt können wir weiter abladen. Der war voll. Der kann hier rein. Pulsar. Pulsar wird unser Problem werden. Packen wir hier mit rein. Den dann mal raus. Raketen haben wir da. So, sind schon 10 Stück. Wir haben 2 von denen noch. 2 von Dünger. 1, 2. 3 Eisen schleppen wir dann mit uns rum. Aber die nehme ich mit. Weil da werde ich jetzt eine zweite Kapsel. Das ist ja so eng da gerade. Scheiße. Ja. Ich habe vergessen, das Ding zu beschriften. Oder geht das auch so, ohne zu beschriften? Ah, geht auch ohne. Gut, ich dachte, ich müsste jetzt hier nochmal herfliegen. So. So, dann weiß ich, dass es hier immer Obsidian gibt. Brauche ich noch mal einen Titan. Da ist einer. Da ist noch einer. Warte mal, du hast doch bestimmt schon mal was gesammelt hier die ganze Zeit, ne? Danke. Das ist natürlich jetzt zum Vorteil. So. Gucken. 1, 2. Den noch. Wunderbar. Jetzt haben wir den. So. Jetzt können wir jederzeit nach Hause switchen. Und hierher erstmal. Das wäre der erste Teil. Das ist ja schon mal gut. Weil dann kann man in Ruhe das Schiff da hinten looten. Wo ist denn das Schiff denn jetzt schon wieder? Ah, da. Kann man das Schiff schön in Ruhe looten und auch hier diesen kleinen Keller, der hier ist. Beziehungsweise, wir können ja mal reinschauen. Düster. Jetzt haben wir Licht. Den nehme ich mit. Das nehme ich mit.
Gucken wir uns das Spielchen mal hier unten an. Okay. Den nehme ich mit. Okay. Kann ich nicht nehmen. An diesem neuen Ort ist etwas Wärme als im Hagen, aber okay. Also wie gesagt, wer lesen möchte, liest. Wow. Wie hat er es geschafft, hier unten was hinzubauen? Nehme ich mit. Das kommt mit. Der kann mit. So. Hier sind drei Computerteile. Das haben wir auch. Treppe nach oben. Sonst ist hier nichts. Doch, da ist noch was. Okay, was ist da drin? Raketenteil, das nehmen wir mit. Okay, das haben wir auch. Hier ist dann auch nichts mehr. Nochmal kontrollieren, nein. Den können wir auch noch mitnehmen, den sowieso dann. Hier ist auch nichts. Okay, das war der Keller. Also nichts Aufregendes. So, ich muss mir um Pulsar irgendwie noch einen Kopf machen. Das nehmen wir mit. Das vernichten wir unterwegs. Beziehungsweise kann ich zufällig ein Fenster bauen? Jo. Und bauen wir noch eins. Komm. Gut. Kann man wenigstens mal rausschauen. Alles klar. Das ist in Ordnung. Ja. Super. Jetzt. Ach, siehste, jetzt verbrauche ich so gut wie keinen Sauerstoff mehr. Eine Sekunde. Das heißt, Sauerstoff AD. Brauche keine Flaschen mehr. Es sei denn, ich gehe irgendwo tauchen. Das ist in Ordnung. So. Gut. Irgendwo war eine Pulsarhöhle. Das macht mir gerade ein bisschen Kopfzerbrechen. Das macht mir etwas Kopfzerbrechen. Zack. Das und das kann hier rein. Dann kommen die anderen beiden da hinten hin. Haben wir auch. Der kommt hier rein. Schwarzpulver. Dünger. Bakterien, die großen Bakterien, eine rote Flasche, die haben wir hier im Moment noch drin, das kann ich jetzt rausnehmen, das kann nämlich in den anderen Schrank, genau. So, drei Chipsätze, die brauchen wir jetzt auch langsam,
Einmal hier, die kann ich hier jetzt erstmal reinpacken. Gehen wir mal auf Sortieren. Das ist in Ordnung. Jetzt trinken wir mal eben was und essen was. Essen, trinken. So. So, jetzt haben wir ein bisschen was gemacht. Wir haben den Teleporter gebaut. Den brauchen wir nicht mehr. Das kann weg. Der kann weg. Den brauchen wir erst wieder, wenn ich Pulsar habe. Jetzt bauen wir uns das hier. Da brauche ich zwei Fliegenlarven und den anderen Kram. Zwei Wespen oder Bienenlarven, nicht Fliegen. Bienen. Gucken wir uns mal eben an. Das gucken wir uns an. Da bauen wir was und gucken uns das an. So, Wasser auf jeden Fall brauche ich dafür. So, einmal grün, einmal schwarz. Das ist mein Gucken für zwei Bienenlarven. Das. 1, 2, 1, 2. So, 4, 4. Und die Larven dafür. 4 Larven. Habe ich die? Bitte, lass mich die haben. 1, 2, 3, 4. So. Die stellen wir uns mal eben schnell her. Forschen. So. Das wäre Nummer 1. Die beiden und das. Nee, das, die drei Sachen ist das. Dann brauchen wir noch. Hey, komm her. Den. Brauche ich noch einen. Komm her. So. Die machen wir uns. Was ist das denn hier? Meine Maus dreht gerade durch. Nee, hier kann ich noch keine Bienenlarve herstellen. T1. Wir bauen eine. Geht nicht. Aber du müsstest alles haben am Material. Okay. Dann packen wir einmal das Essen weg. Schon wieder irgendwas gegessen. Da ist Honig drin. Nahrung. Also damit habe ich keinen Mangel mehr. Was sagt die Biene? Fertig. Das, das und das. Forschen. Jetzt mal in den anderen Dings gehen. Genau. Es ist wieder soweit. Es fängt wieder an zu kotzen. So. Irgendwann verliere ich hier noch die Beherrschung. Das haben wir hier drauf. So. Hier hat Material von A nach B. Du kannst noch nichts transportieren. Gut. Haben wir es auch einmal gebaut.
Hab gedacht, die könnten jetzt schon was transportieren. Das wäre natürlich super, aber das können sie noch nicht. Nein, noch nicht möglich. Bienchen. Wir waren immer noch bei den Bienchen. Guck mal, da ist meine Larve. Und gleich wird das, werden das gleich Bienen. Ich bin darauf erforschen gegangen. So, ich will jetzt sehen, wie das zum Bienchen wird. Wäre jetzt cool, wenn sie sich da so aus den Kokon, nee, doch, aus den Kokon sich rausschälen. Hälfte haben wir schon mal. 53, 60, 63, 67. Da unten steht es ja auch noch mal. 80%, 83, 87, 90, 93, 97. Oh, blub. Okay, danke. Rein, rein, rein. Erforschen. Gut. So, dann bauen wir unser erstes Beet mal auf. Gucken mal, was passiert. Ungewöhnliche Larve nehme ich mit. Nehme ich mit. So, meine Bienchen. So, und dann gucken wir hier einfach mal. Gib her. Okay, das sieht so aus. Da soll eine Pflanze rein. Und hier gibt er mir was. Moment mal. Moment mal. Moment mal. So, Gemüse. Nimm mal die Bohnen. Und setzen. Ah, guck mal, wir haben schon mal Bienchen. Ah, ihr seht so aus, als wenn ihr in der Luft sterben werdet. Pflanzen 95, Insekten 8 Gramm, Wachstum 2%. Öffnen Bauernhof im Freien. Okay. Nahrungszüchter. Ich habe sie jetzt hier reingepackt. Ich will jetzt wissen, was passiert. 10%. Da sind die Bienchen. Das wäre eine Kombination, aber ist es nicht. Also gibt es hier nur für Nahrung, also hier für Gemüse. Ist nur die Frage, wie viel.
Also, du gibst keinen Honig. Sind die Dinger also immer noch aktuell? Und du, dich habe ich jetzt am Boden. Okay. Das sind Bienchen. Einmal raus. Der, nee, falsch. Wieder zurück. Der rein. Der rein. Und dann der rein. So. Wir brauchen noch mal einen Dünger 2 und einen Dünger 1. Eine Flasche Wasser. Eine Flasche Wasser dafür noch. Und noch einmal Bienchen. Halt mal, was? Dann werde ich mal beim anderen Pilze mal reinpacken. Pflanzen, Pflanzen, Gemüse. Ich bin schon wieder auf Abriss. So, bin mal gespannt, wie viel dabei rauskommt. Siebenundneunzig, da sind sie. Danke. Zack. Aus. Fünf. Oh, den Baum steuert so. Den Baum wir nächstes Mal dann. Gucken wir uns gleich noch mal an, was wir brauchen. Die bringen ja mehr als meine Dinger da drinne. Wenn die wirklich fünf Dinger hier machen, das ist ja schon, das lohnt sich. Warum sind die so starr? Gut, das waren die auch vorher, bis sie dann irgendwann hier rumsummten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay. So, jetzt gucken wir uns noch den Baumstreuer an. T3, da ist er ja. Ach, der braucht nichts Besonderes. Die bauen wir beim nächsten Mal. Jetzt schon wieder kaputt. Ach, es ist nur das Wetter, alles klar. So, ich würde sagen, die bauen wir beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch jetzt einen schönen Morgen, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.